Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Corpse Party Blood Drive. Ich weiß gar nicht, ob ich das Licht unbedingt anmachen soll, dann würdet ihr ein bisschen mehr sehen, aber wir würden die Batterien verbrauchen. Naja, komm, wir laufen mal ein bisschen rum. Oh mein Gott, das Spiel ruckelt so krass. Okay, die Tür ist an der Wand, als wäre es nur ein Modell. Man sollte das wohl gar nicht erst öffnen. Guckt mal. Da ist mal wieder eine gelbe Flüssigkeit in dem Eimer. Und es riecht ganz schlimm. Das ist wirklich ekelerregend. Nicht, dass hier irgendwas nicht ekelerregend wäre. Oh, also lohnt es sich, alles genau zu untersuchen. Okay. What? Oh, okay, die Heavenly Host fällt noch viel mehr auseinander als je zuvor. Es gibt also verschiedenste Gefahren, vor denen man sich in Acht nehmen muss. Kaputtes Glas, Splitter. Und wenn man da drauf tritt, dann geht die HP runter. Je nachdem, welcher Gefahr man begegnet ist, wird vielleicht nur der aktuell ausgewählte Spieler verletzt oder die ganze Party. Ach so. Und die HPs kann man dann wieder mit Bandagen erhöhen. Aber wo sehe ich denn, wie es ihr geht? Wahrscheinlich hier, oder? Schauen wir mal eben. Tatsächlich, dieser gelbe Balken. Okay. Ich hätte besser gefunden, wenn es wieder Darkening gegeben hätte irgendwie. Dass wenn man da reintritt oder wenn halt Sachen sind, die voll schrecklich sind, dass sie dann Schreck kriegt und dann das Darkening erhöht wird. Och Leute, diese Ladezeiten. Oh, habt ihr das gehört? Hii! Na, also das gibt's doch nicht. Ich bin ja doof. Okay, also nichts, was irgendwie gerissen ist im Boden und nichts, was irgendwie blutig ist. Und da sehe ich auch schon, da drüben rechts, seht ihr das? Das sind Splitter. Okay, was haben wir denn hier? Da ist was auf dem Boden. Ach, Bandagen. Vielen Dank. Und hier haben wir eine Leiche. Vor mir lag das Skelett eines Menschen. Auf dem Boden. Oh, das ist definitiv die Heavenly Host. Diese Person. Ich habe keine Ahnung, wer das ist, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich ihn schon mal getroffen habe. Echt? Da ist ein Namensschild. Sugatani Highclass Toshihisa Goto. Kommt mir jetzt gerade nicht bekannt vor. Wurde enthauptet durch einen Draht, während er nach seinem Freund suchte. Also komme ich hier nicht durch, ne? So, wartet mal. Vorsicht. Schön drum herumlaufen. Okay, dann ergibt aber wenigstens die Sache mit dem Licht auch Sinn, weil man so die Gefahren halt wirklich besser sieht. Wenn ich das Licht nicht hätte, dann wäre es schon ein bisschen gefährlich, muss ich sagen. So, gucken wir uns mal da die Uhr an. Das Pendulum der Uhr scheint stehen geblieben zu sein. Diese Uhr war letztes Mal nicht hier, oder? Das ist verdächtig. Oh oh, was haben wir denn hier? Da geht's auch nicht weiter. Misto-san. Oh je. Das ist bestimmt nicht Misto-san. Regen. Es war ein regnerischer Abend nach der Schule, genau wie dieser. Oh oh. Ich kann mich nicht bewegen, es passiert nichts. Ach so, ich musste X drücken, okay. Das muss eine Person sein. Ja, wahrscheinlich ein Geist. Eine tote Person, die dich umbringen will. Hier muss doch etwas sein, das ich benutzen kann, um dieses Loch zu überqueren. Huch. Nee, Bandagen und Batterien nicht. Ich frage mich, ob es hier etwas gibt, das ich benutzen kann, um dieses Loch zu überbrücken. Komme ich hier denn rein? Nein. Okay, ich nehme mal an, vielleicht, wenn ich mich hier hinstelle. Und das Brett nehme? Nein. Und die Uhr? Okay, auch das nicht. Kann ich echt nicht dieses Ding hier nehmen? Okay, dann müssen wir wohl irgendwo noch was finden. Boah, dieses Spiel läuft so schlecht. Das ist echt krass, wie das ruckelt. Also ich gehe nochmal hier rein. Vielleicht liegt hier ja doch irgendwas und ich habe es einfach übersehen. Oder es liegt jetzt da. Wartet mal. Brett. Das müsste ja eigentlich ein bisschen auffällig sein. Das Brett.
Also sonst ist es ja ein bisschen schwer, das zu finden. Da ist irgendwie sowas. Hier ist auch nichts. Das hier ist fest, ne? Da ist der Text. Vielleicht... Ah, nee. Da waren wir schon dran, ne? Das kriegen wir nicht auf. Ah, vielleicht... Nee. Interessant. Wo müssen wir denn hin? Gute Frage. Dann muss ich doch noch mal weiter unten gucken. Habe ich bestimmt was übersehen. Aber ich verstehe auch nicht, warum sie nicht einfach das blöde Brett nimmt, was da locker über dem anderen Loch liegt. Aber naja. Wir hinterfragen hier nicht die Logik des Spiels. Hier unten muss ja einfach irgendwas sein. Habe ich hier überhaupt ausprobiert? Ja, habe ich. Oh Gott, ich dachte eben, irgendwas würde brechen wieder. Oh Gott, hier sind so viele Fallen. Und das ging auch nicht auf? Nee. Ach, das Mensch! Oh Gott. Viel größer geht's auch nicht, oder? Oh, es... Oh Mann. Es hat eben richtig lange gedauert, bis es reagiert hat. Okay, das ist ein einzelnes... Bodenbrett. Genau, und es ist noch ziemlich intakt und ziemlich solide. Sollte stark genug sein, um das Gewicht eines Erwachsenen sogar auszuhalten. Das könnte nützlich sein, ha? Huh? Ja, das ist sehr nützlich. Na, na, Vorsicht. Und dann gehen wir mal da lang. Bam, 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 bam. Aber es ist cool, dass wir rennen können. Das finde ich richtig geil. So. Ja, diesmal haben wir wirklich was. Und zwar das hier. So, jetzt müsste ich hinüber können. Oh, Licht. Was hat es damit auf sich? Huch. Okay, da kann ich nicht lang. Dann gehen wir mal vorsichtig darüber. Ah, ah. Hui. Das war irgendwie voll krass, aber irgendwie auch konnte ich mich gar nicht richtig erschrecken darüber. Schick. Ach, das war... Nee, wer war... Hä? Was? Oh nein, Mayu! Susumoto-san! Oh, ich weiß nicht, ob wir wirklich zu ihr gehen sollten. Okay, ist schon zu spät. Ich bin's, Ayumi. Ich bin hergekommen, um dich zu finden. Oh, oh Gott. Oh. Das ist wirklich eklig. Das ist wirklich gerade sehr eklig. Oh. Ah, vermutlich kann ich sie abhängen, wenn ich mich hier drin verstecke. Ja, mach mal ein bisschen schneller. Ist ganz blutig. Ah, okay, verstehe. Wir können uns also in Schränken verstecken. Und wenn du aber von der Entität gesehen wirst, während du versuchst, dich zu verstecken, kann sie dich auch einfach dann da rausholen. Wenn sich eine Entität in der Nähe deines Verstecks befindet, wird ein roter Kreis angezeigt. Das steht dann für Gefahr. Wenn es sich weiter und weiter wegbewegt, wird der Kreis grün werden. Und dann verschwindet er vollständig. Okay, verstehe. Ich warte aber noch. Es ist grün. Okay, jetzt mit X raus, aber Vorsicht. Wenn Entitäten in der Nähe sind, werden sie dich sofort verfolgen. Also time das gut. Zumindest war ich in der Lage zu fliehen. Ich muss mich beeilen und Misto finden. Okay, ich weiß noch nicht... Okay, da, dass das abge... also da ist ein Loch, da komme ich sowieso nicht zu der Tür. Was haben wir hier? Was ist das? Das ist so eine Art Zaubersymbol. Oh, das ist nicht besonders motivierend. Okay. Und hier? Kommen wir auch nicht durch. Da dürfen wir nicht drauflaufen. Da ist noch eine Tür, geht wahrscheinlich auch nicht auf.
vermute ich jetzt einfach mal. Da steht was geschrieben. Es bringt nichts, sich zu verstecken. Du wirst immer beobachtet. Juhu! Ah, hier vielleicht? Na, hallo? Nee, scheinbar nicht. Ich drücke, aber es passiert nichts. Dann probiere ich mal hier unten lang zu gehen. So. Oh mein... Ich find's voll gruselig. Das mag ich gar nicht momentan. Oh Gott. Oh Gott. Wie lange verfolgt sie mich denn? Oh nein, ich kann nicht mehr laufen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Geh, 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 geh. Oh, wartet. Ich finde das echt ein bisschen gruselig, muss ich schon sagen. Okay. Versteck dich nochmal. Versteck dich, versteck dich. Ich weiß nicht, ob es das jetzt bringt. Sie hat mich bestimmt gesehen, oder? Blau? Was heißt blau? Oh, grün. Gelb. Rot. Rot. Und weiterhin rot. Arme Mayu, ey. Sie sucht die ganze Zeit nur nach Sheik. Irgendwie bleibt es rot. Das ist nicht gut. Ich fürchte, wir müssen raus. Aber wo müssen wir eigentlich hin? Oh, oder müssen wir uns vielleicht sogar erwischen lassen? Weil nirgendwo geht's weiter, ne? Könnte das nicht sogar sein? Würde irgendwie auch passen. In so Art Tutorial, wisst ihr? Einmal erleben, was passiert, wenn man halt erwischt wird. Hier geht's auch nicht weiter. Ich würde nur voll gerne vorher irgendwie einmal speichern, falls das doch nicht so ist. Ich glaube, das mache ich auch schnell. Aber auf einem neuen Speicherplatz, sicherheitshalber. So. Okay. Okay. Ich bin bereit. Vielleicht doch nicht. Aber wo zur Hölle sollen wir dann jetzt hin? Ui. Was sollen wir hier machen? Die Uhr? Die Türen, da kommen wir nirgendwo durch. Okay. Da ist ein seltsames Symbol an der Wand. Eigentlich kann es doch nur hier unten weitergehen. Habe ich da was... Habe ich da was übersehen? Ja klar, hier geht es ja auch weiter. Bin ich total bescheuert? Okay, da ist diese... Jede Menge Blut. Die Tür geht nicht auf. Oh, ach so. Oh, ich Dobi. Ich wollte euch halt nochmal die Engine zeigen dieses Spiels. Oh, ist das nicht das Mädchen vom Foto? Yuki? Yuki, hilf mir! Ach, das ist eines der Kinder. Ja. Au. Mein Kinn kollidierte mit dem Boden. Und der ganze Atem wurde aus mir herausgequetscht. Alles wurde weiß vor mir. Dann wurde alles schwarz. Verschiedenste Formen verschmolzen miteinander vor meinen Augen und ganz plötzlich fühlte es sich an, als wenn nicht mein Körper, sondern mein Geist in Einzelteile zerlegt worden wäre. Oh. Krass. Okay, Yoshis Shinosaki wurde ergänzt. Und neue Enzyklopädie-Einträge. Yuki, Miki, Ever After Stones, Seiji, Hinoe, Blowback, Closed Spaces, Tokiko, Heavenly Host Elementary, Nirvana, Raising of Corpse, Land of Corpse, Spirit Items. So viele Einträge, meine Güte. Da bräuchte ich eine Stunde für. Okay. Die alle zu lesen, meine ich. Huch. Ach so. Speichert's, ne? Ja, genau. Okay. Jetzt ein neues Chapter. Yay.
Dann mal los. Ja, da bin ich ja ein bisschen wild umhergelaufen. Das tut mir echt leid. Das habe ich nicht so ganz geraffelt, was das Spiel von mir wollte. Wow, was ist hier los? Spiritueller Bericht. Zeugenaussagen zu den brutalen Attacken. Ich glaube, Residential Home ist ein Altersheim, ne? Die heutigen Zeugenberichte kommen aus dem Altersheim in der Nähe der Mejiro Station. Können Sie mich im Studio verstehen, Mr. Minier, ja? Auf dieser Karte haben wir die Standorte aller seltsamen, bizarren Tode markiert, die in dieser Gegend geschehen sind. Wie Sie sehen können, ist der plötzliche Tod der weiblichen Mittelschülerin, nicht weit von hier geschehen, in der Mejiro-Gegend. Das ist ziemlich nah. Ja, die Polizei untersucht sowohl die Möglichkeit eines Selbstmordes als auch eines Mordes. Aber das Rückgrat einer Person in zwei zu teilen, ja, scheint irgendwie unmöglich zu sein. Und das Mysterium wird noch größer dadurch, dass mal abgesehen von dem gebrochenen Rückgrat die Opfer sonst keinerlei andere Wunden haben. Wollen Sie damit andeuten, dass Ihr Rückgrat irgendwie von selbst gebrochen ist, statt von jemandem gebrochen worden zu sein? Richtig, es gibt Theorien, dass es sich dabei um eine seltsame neue Krankheit handeln könnte, die die Struktur der Knochen angreift. Und all dies geschieht an einem so netten Ort wie Mejiro, das ganz ruhig ist und freundlich, obwohl es sich auf der Yamanote Train Zugroute befindet, Richtung Ikebukuro und Toshima, was weiß ich. Dum, dum, dum. Ich weiß nicht, warum das jetzt was Besonderes ist. Wir schicken unsere besten Wünsche an all jene, die von dieser Tragödie beeinflusst sind. Und wir hoffen, dass diese makabre Epidemie bald ihr Ende findet. Der Fernseher ist an, hm? Dann schätze ich, ist sie zu Hause. Ich wollte mich gerade aufmachen in ihr Zimmer und sie anmeckern, dass sie Elektrizität verbraucht. Aber ich wurde davon abgelenkt, als ich hörte, dass die Faxmaschine einen Anruf annahm und begann zu drucken. Als die Inhalte voll mitgeteilt wurden oder übermittelt wurden, nahm ich den Druck aus der Maschine und schaute es mir an. Product Order Sheet, also Bestellung eines Produkts, wie zu erwarten war. PL Promotions Co. Inc. Kein Raum mehr, um Perfect Life zu schreiben, schätze ich. Aber wann hat sie das Company da hinten angefügt? Ja, das ist ja eine ganz schöne Unternehmung scheinbar. Was ist das denn für ein Zimmer? Da wohnt sie. Ah. Okay, ich setzte mich auf den Stuhl an meinem Schreibtisch und holte die Tasche raus, in der sich der Ever Afterstone befand. Oder eher die Tasche, in der sich der Ever Afterstone hätte befinden müssen. Ich machte die Tasche auf, drehte sie um, aber es kam nur eine einfache Murmel heraus. Meine Güte! Gut gemacht, Kishinuma. Nicht, dass es von Bedeutung wäre. Ich nahm die rote Box aus meiner Tasche und untersuchte die zerstörten Steinstückchen und fand, wonach ich suchte. Ein Stück weißes,
zerkrübeltes Papier. Ich habe immer keine Ahnung, wie ich crumpled übersetzen soll. So ein... ja, so ein Papier, was so zusammengekräuselt ist. Jedenfalls entfaltete ich es vorsichtig. Und da waren zwei weitere Ever After Stones. Die waren quasi identisch zu denen, die Ayumi und Yoshiki besaßen. Wisst ihr, ich habe ein zweites Paar gefunden. Ich brachte die Steine zusammen, setzte mich dann zurück und starrte sie an, während sie gefährlich begannen zu glühen auf meinem Schreibtisch. Ich hatte sowieso vor, mit oder ohne euch zur Heavenly House zu reisen. Jetzt sind wir wohl quitt. Hä? Mein Telefon vibrierte. Ich hatte gerade eine E-Mail empfangen. Der Absender war einfach nur 3 Sternchen. Betreff? Wie nennt man das? ich komme gerade nicht drauf. Also es ist bekannt, wo sich etwas oder jemand befindet. Ja, ich glaube, damit versteht man ja, worum es geht. Also, Book of Shadows ist im Nirvana. Ach so. Erhalte es oder hole es zurück und du wirst belohnt werden. Spirit Item Auktion, powered by Futark. Spirit Item Auktion, ha? Ich wünschte, ich wüsste, woher diese Info kommt. Wie auch immer, der Standort des Book of Shadows wurde jetzt bestätigt und das Timing könnte nicht besser sein. Das wird dann also ein Rennen, ja? Naja, ich hatte ja sowieso vor, jetzt ins Nirvana zu reisen. Die Luft um mich herum wurde schwerer, als die Steine sich erfüllten von einer unheiligen Energie und nur darauf warteten, dass ich die magischen Worte aussprach. Ich grinste und trennte sie dann. Na, mal schauen, ob ich das Book of Shadows besorgen kann, bevor es die arme kleine Ayumi tut. Ich hatte eigentlich nie vor, mit den beiden zusammenzuarbeiten. Ich wollte ihnen nur näher kommen. Für diese Aufgabe werden der Obsessor und ich ausreichend sein? Wer zur Hölle ist der Obsessor? Und wieso wollte sie ihnen nur näher kommen? Wir müssen nur agieren oder wir müssen nur handeln, bevor dieses Mädchen herausfindet, dass ich diese Steine besitze. Ich faltete meine Hände zusammen, legte meine Ellbogen auf dem Schreibtisch ab, schloss meine Augen und ruhte mein Kinn aus, während ich versuchte zu überlegen, was nun meine nächste Handlung sein würde. Ein kleines Grinsen fand seinen Weg in mein Gesicht. Das steht mir gar nicht, oder das passt gar nicht zu mir, oder, dass ich mich so in ein einzelnes Ziel versteife so lange Zeit. Tut mir leid, Ayumi, aber du kannst nicht einfach Leute aus dem Tod zurückholen mit schwarzer Magie. So einfach ist das nicht. Jetzt lehnt sie sich ein bisschen zurück in ihrem Stuhl und seufzt. Es war ein ganz schön langer Tag. Aber Gegenstände der Verstorbenen sind etwas ganz anderes. Ich muss einfach nur einen spirituellen Gegenstand mit zurückbringen, in dem sich die Seele des Besitzers befindet. Das ist dann ein Behältnis, durch das er oder sie sprechen kann. Aha. Okay, ihr Lieben, an der Stelle muss ich aber mal einen Cut machen. Ich hoffe, es dauert diesmal nicht so lange, bis wir eine Kerze kriegen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Corpse Party Blood Drive wieder. Also dann bis dann. Ciao, ciao.